So, es ist der 6. April, es soll 28 Grad werden in NRW und wir sind schon bei Technik begeistert dabei, die Wettbewerbe vorzubereiten, zusammen mit Markus und einem großen Team an Ehrenamtlichen. Was passiert heute, Markus? Ja, wir müssen heute alle Pakete packen für unsere 50 Regionalwettbewerbe mit Urkunden, Pokalen, Armbändern und allem, was man so braucht für die regionalen Wettbewerbe. Und einige weitere Personen bauen Lego für das Deutschlandfinale. Sortieren aber auch vor allem, ne? Ja, genau. Weil irgendwie waren die Aufbauten aus dem letzten Jahr noch gar nicht abgebaut. Ja, das passiert, wenn man sie einpackt und nie wieder auspackt, ne? So ist das. Im Idealfall kriegen also alle hier so schöne Pakete auf diesen coolen Posttrolleys zugeschickt, die Regionalwettbewerbe machen. Und die Aufbauten, die heute entstehen, die sehen wir dann in Passau, also jetzt gleich quasi wieder. Wie versprochen, hier sind die Lego-Aufbauten in der Halle in Passau fürs Deutschlandfinale. Heute ist der erste Wettbewerbstag. Es ist jetzt 6:45. Wir sind gerade in der Halle angekommen. Jetzt gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, die jetzt noch vorbereitet werden. Um 8:30 Uhr treffen dann die ganzen Ehrenamtlichen ein und ab 9 Uhr kommen die Teams in die Halle. Das wird ein spannender Tag erstmal. Es gibt für uns aus dem Medienteam heute einen Livestream von der Eröffnung. Wir haben heute eng getaktete Zeitpläne, was die Produktion von verschiedenen Video- und Fotoformaten angeht. Nicht nur jetzt für den Wettbewerb fürs jetzige Posten, sondern eben auch im Nachgang. Und ich glaube, das wird ein ganz netter Tag. Es ist mittlerweile und wir sind als Medienteam gerade richtig im Stress. Wir haben einen Plan, wo drin steht, was wir so alles machen müssen, aber kreative Prozesse, die dauern halt immer ein bisschen länger und dann verschieben sich so Pläne auch mal und jetzt mussten wir gerade den Dreh eines Reels unterbrechen, weil wir zwischendurch noch seriöse Interviews drehen müssen und unter anderem mit diesem Mikro hier und das sorgt dafür, dass sich das jetzt alles ein bisschen verschiebt, aber wir sind ein sehr, sehr gutes Team und deswegen kriegen wir das hin und ich freue mich auch ganz besonders, dass der Patrick mit dabei ist. Ich freue mich auch. Es ist wirklich atemberaubendes Licht, das ist genauso gut wie meine Stimme. Aber der Helferabend, der ist jetzt langsam vorbei und es geht jetzt zurück ins Hotel. Ich habe heute wirklich sehr, sehr viel gesprochen. Morgen steht wieder viel Social Media an, aber ich glaube, das wird auch ein erfolgreicher Tag. Und dann ist Abbau und am Sonntag geht es dann nach Hause.